Hochwürdiger Herr Pater Dr. Weigel, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich mit einer Vorbemerkung beginnen, die unsere öffentlichen Glaubenskundgebungen betrifft. Sie finden statt in erster Linie zur Ehre Gottes. Und dies allein schon gibt ihnen einen unermesslichen Wert. Darüber hinaus dienen sie aber auch dem Heil der Seelen, auf dass diejenigen, die heute im offiziellen Raum der Kirche nicht mehr die Gelegenheit haben, zu erfahren, was katholisch ist und was die katholische Kirche ist, die Gelegenheit dazu erhalten. Und dies geschieht zunächst durch die Tat, nämlich durch die Zelebration der wahren Opfermesse. Es müsste eigentlich jedem geistig sensiblen Menschen, der das erhabene Geschehen der wahren Opfermesse auf sich wirken lässt, unmittelbar klar sein, dass sie durch Welten getrennt ist von der neuen Messe, die nach dem Willen ihrer Urheber im Zeichen eines Gedächtnismahles steht. Außerdem gilt es aber, den unversehrten Glauben auch argumentativ zu verteidigen, und dem dient insbesondere die Rede. Was seine Verteidigung betrifft, so unterscheide ich drei Ebenen. Eine untere Ebene, auf der lediglich die wahre Lehre dargestellt wird, ohne dass es zu einer Auseinandersetzung mit dem Modernismus kommt. Zweitens, eine mittlere Ebene, auf der die immerwährende Lehre der Kirche mit dieser Position konfrontiert wird, und zwar im Allgemeinen so, dass Widersprüche aufgewiesen werden. Diese Ebene ist insofern anspruchsvoller, als sie die Kenntnis beider Seiten voraussetzt, und es ist schon eine Leistung, wenn es gelingt, die entscheidenden Punkte herauszustellen und den Bruch zwischen der traditionellen Lehre und den einschlägigen konziliaren bzw. nachkonziliaren Verlautbarungen aufzuzeigen. Damit sollte es aber nicht sein Bewenden haben, schon gar nicht in der heutigen Situation. Hat sich doch in den letzten drei Jahrzehnten ein erheblicher Wandel im Bewusstsein der katholisch getauften Christen vollzogen. Vor etwa 30 Jahren war die Lehre der Kirche noch im Bewusstsein eines großen Teils der katholischen Bevölkerung verankert. Und deshalb konnte man davon ausgehen, dass allein schon der Aufweis eines Widerspruches zur traditionellen Lehre der Kirche genügte, um den Betreffenden von der Falschheit des ihr Widersprechenden zu überzeugen. Heute, nach einigen Jahrzehnten progressistischer Berieselung, ist das anders. Denn der Betreffende ist inzwischen im Allgemeinen selbst in das progressistische Denken verstrickt, und er wird angesichts eines solchen Widerspruches sagen, ich erkenne ihn wohl, aber deshalb weiß ich doch noch nicht, wer recht hat. Ja, er wird eher geneigt sein, der modernistischen Ansicht zuzustimmen, weil, wie gesagt, sein Denken bereits angekränkelt ist. Und aller Voraussicht nach verschärft sich diese Situation noch in den nächsten Jahren. Denn wenn es so weitergeht, stirbt der Glaube auf breiter Front immer mehr aus. In dem Maße nun, wie dieser Niedergang vonstatten geht, müssen die Glaubenstreuen ein Gegengewicht bilden, und zwar einerseits durch Gebet und Opfer und andererseits durch Argumente gegen den Progressismus. Es ist also erforderlich, argumentativ aufzurüsten. Und diese Aufrüstung besteht wesentlich darin, dass man lernt zu begründen, warum die traditionelle Lehre der Kirche richtig ist
und warum die Modernisten auf dem Holzwege sind. Und dies wäre dann die dritte Ebene der Argumentation, die höher ist als die beiden anderen. Leider mangelt es in der Widerstandsbewegung gegen die Glaubenszerstörung an der Fähigkeit, dieses Warum überzeugend darzulegen. Das wird sich nur ändern, wenn das durchschlagende Argument allerseits mit Nachdruck gewollt und hoch geschätzt wird. Bevor ich nun zu meinem Thema komme, möchte ich Sie noch auf etwas aufmerksam machen, das man bei jeder argumentativen Auseinandersetzung beachten sollte. Wenn man noch so viele unverbunden nebeneinander stehende Gründe für die Richtigkeit einer Behauptung anführt, von denen aber keiner für sich genommen hinreicht, um die Behauptung zu beweisen, dann reichen auch alle diese Gründe zusammengenommen dafür nicht aus. Andererseits macht aber ein einziger hinreichender Grund alle anderen Gründe im Prinzip entbehrlich. Und im Sinne dieser Bemerkung will ich mich nun ganz auf einen Punkt konzentrieren, wenn auch dieses Vorgehen vielleicht nicht so effektvoll ist, als wenn ich hier einen Rundumschlag veranstalten würde und auf besonders auffällige Exzesse im Innenraum der Kirche zu sprechen käme. Darauf will ich aber verzichten und bitte Sie stattdessen um die Bereitschaft, kritisch mitzudenken. Was die Beurteilung des Zweiten Vatikanischen Konzils betrifft, gehen die Ansichten weit auseinander. Von den einen gepriesen als ein neues Pfingsten, von den anderen angesehen als eine einzigartige Katastrophe. Von den einen bejubelt als die Öffnung der Kirche zur Welt, von den anderen gerade deshalb verurteilt als ein furchtbarer Verrat an der Kirche. So schwankt das Charakterbild dieser Bischofsversammlung während der letzten Jahrzehnte. Viele Gläubige fragen sich, und das ist tatsächlich die entscheidende Frage, ob man nur das Erscheinungsbild der Kirche geändert hat oder ob der Wandel an die Substanz geht. Ist es der alte Glaube in einem neuen Gewande, den die offiziellen Vertreter der Kirche verkünden? Oder ist es gar nicht mehr der Glaube unserer Väter, den sie zu vertreten vorgeben? Wer hat recht? Derjenige, diejenigen, welche das Konzil loben als einen Aufbruch zu einem tieferen Wissen um die Kirche, oder diejenigen, die in ihm ein prinzipielles Abweichen von der katholischen Lehre sehen? Wir wollen an diese Problematik mit einem ganz bestimmten methodischen Ansatz herangehen, der dadurch gekennzeichnet ist, dass wir den Blick auf das Prinzipielle richten. Wir halten also alle quantitativen Gesichtspunkte ab. Alles, was mit einem mehr oder weniger zu tun hat, bestimmend sei allein der qualitative Gesichtspunkt. Dabei geht es uns nicht darum, irgendein Prinzip auszumachen, dem das Konzil folgte, sondern wir suchen das ausschlaggebende Prinzip, welches die Beschlüsse dieser Bischofsversammlung kennzeichnet. Aber zunächst ist ja die Existenz desselben noch gar nicht gesichert. Wir sind nur entschlossen, in diese Richtung zu forschen. Dabei sind wir darauf gefasst, dass dieses Prinzip, wenn es überhaupt existiert, nicht so leicht zu erkennen ist, denn sonst hätte es sich vermutlich schon herumgesprochen. Ja, vielleicht ist es nirgends in den Konzilstexten ausdrücklich genannt, obwohl es doch alles aus dem Hintergrund steuert. Für die Existenz eines solchen Grundprinzips gibt es indes Hinweise.
Es kommt doch nicht von ungefähr, dass in den vergangenen 25 Jahren zahlreiche Theologen immer wieder vom Geist des Konzils sprachen, ja ihn beschworen, wenn ihnen die Durchführung der Konzilsbeschlüsse nicht rasch genug bzw. konsequent genug vonstatten ging. Fragen wir also, was ist der Geist dieses Konzils? Nein, fragen wir schärfer. Gibt es einen entscheidenden Gedanken, den die Konzilstexte mittelbar oder unmittelbar enthalten? Einen Brennpunkt, in welchem alle Fäden zusammenlaufen? Gibt es diesen Fokus, an dem sich erkennen lässt, ob das Konzil in Treue zur katholischen Kirche stand oder ob es Verrat an ihr beging? Hierauf darf man nicht eine in ihrer Richtigkeit sofort einleuchtende Antwort erwarten, denn das hieße, die Erreichung des Zieles ohne Mittel zu verlangen. In der Tat muss man doch zur Beantwortung dieser Frage erst einmal die ihr vorausliegende klären, was ist denn eigentlich die katholische Kirche? Wir gehen auf diese Frage nur insofern ein, als es unser Thema erfordert, und bemerken zunächst, dass hier nur die Rede vom Wesen der Kirche ist, nicht aber von ihrem Erscheinungsbild, das zu keiner Zeit ein reiner Spiegel ihres Wesens war. In seiner Enzyklika Mystici Corporis Christi sagt Pius XII, Zitat: Bei einer Wesenserklärung dieser wahren Kirche Christi, welche die heilige katholische, apostolische, römische Kirche ist, kann nichts Vornehmeres und Vorzüglicheres, nichts Göttlicheres gefunden werden als jener Ausdruck, womit sie als der mystische Leib Jesu Christi bezeichnet wird. Pius XII. Geht dann ausführlich darauf ein, warum die katholische Kirche als der mystische Leib Christi bezeichnet wird. Einer dieser Gründe besagt, dass Christus, Zitat, derart Träger der Kirche ist und in ihr gewissermaßen derart lebt, dass sie selbst gleichsam ein zweiter Christus wird. Zitat Ende. Und er belegt das mit einer Stelle aus dem Korintherbrief des heiligen Paulus sowie mit Aussagen des heiligen Gregor von Nyssa und des heiligen Augustinus. Weiter begründet Pius XII. Die Kennzeichnung der katholischen Kirche als den mystischen Leib Christi mit den Worten, Zitat: Denn zufolge der rechtlichen Sendung, womit der göttliche Erlöser die Apostel in die Welt sandte, wie er selbst vom Vater gesandt war, ist er es, der durch die Kirche tauft, lehrt und regiert, löst und bindet, darbringt und opfert. Zitat Ende. Zwei Eigenschaften der katholischen Kirche sind in unserem Zusammenhang von besonderem Belang. A. Die Eigenschaft, die einzige Kirche Christi zu sein. B. Die Eigenschaft, heilsnotwendig zu sein. Beide Eigenschaften ergeben sich aus der genannten Enzyklika. Man kann aber auch folgendermaßen argumentieren. Erstens, weil es nur einen Christus gibt, deshalb gibt es auch nur eine Kirche, in der er fortlebt. Diese Kirche ist, nach seinem Willen, die von ihm selbst gegründete katholische Kirche, sprach er doch zu Petrus die Worte, Matthäus 16, 18, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Alle Religionsgemeinschaften, die von der katholischen Kirche getrennt sind, tragen also die Bezeichnung Kirche inhaltlich gesehen zu Unrecht.
denn sie alle sind natürlichen Ursprungs. Sie alle sind von Menschen gegründet. Allein die katholische Kirche ist übernatürlichen Ursprungs, denn sie ist von Gott selbst gegründet und als solche hat sie eine göttliche Lehre. Nur wenn man von diesem übernatürlichen Charakter der katholischen Kirche ausgeht, erkennt man, dass sie nicht auf einer Stufe steht mit irgendwelchen Religionsgemeinschaften, sondern über sie alle himmelhoch erhoben ist. Wahrlich, sie allein ist die Ekklesia, das heißt, die Herausgerufene, die von Gott selbst Herausgerufene. Zweitens, Christus bezeugt, dass in ihm allein das Heil ist mit den Worten, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14,6. Christus sagt nicht, ich bin ein Weg. Er sagt vielmehr, ich bin der Weg. Und deshalb ist die katholische Kirche auch nicht eine Vermittlerin des Heiles, sondern sie ist die Vermittlerin des Heiles, also die einzige, die es gibt und die es auch nur geben kann nach dem Willen unseres Herrn. Weil in Christus allein das Heil ist, ist allein seine Kirche, in welcher er auf mystische Weise fortlebt, die Vermittlerin des Heiles. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich für die Einzigkeit der Kirche Christi und für die Einzigkeit ihrer Heilsmittlerschaft noch weitere Zeugnisse anführen, denn diese Eigenschaften der katholischen Kirche sind in unserem Zusammenhang von größter Bedeutung und wir werden Vatikanum II anschließend im Hinblick auf sie auf den Prüfstand stellen. Bonifaz VIII. Sagt in seiner Bulle Unam Sanctam, Zitat, dass es nur eine heilige katholische Kirche gebe, zwingt uns der Glaube anzunehmen und festzuhalten. Und mit Standhaftigkeit glauben wir an sie und bekennen sie in Einfalt, sie, außer der wir kein Heil noch Verzeihung der Sünden finden. Und in dem Rundschreiben Satis Cognitum von Leo dem 13. lesen Sie, Zitat, als Jesus Christus von diesem mystischen Bau sprach, erwähnte er nur eine Kirche. Er nannte sie seine Kirche. Ich werde meine Kirche bauen. Jede andere außer dieser, welche auch immer man sich denken mag, kann die wahre Kirche Christi nicht sein, da sie nicht von Christus gestiftet ist. Zitat Ende. Schließlich sei noch die berühmte Aussage des heiligen Cyprian erwähnt, extra ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, die auf dem 4. Laterankonzil 1215 in folgender Form dogmatisiert wurde. Zitat, es gibt nur eine einzige allgemeine Kirche der Gläubigen, außer der niemand überhaupt gerettet wird. Zitat Ende. Es handelt sich also bei diesem Satz um ein Dogma, also um einen Glaubenssatz, den die Kirche mit dem Beistand des Heiligen Geistes feierlich verkündet hat und der damit in seiner Wahrheit absolut gewiss ist. Wie Sie sehen, ist mit dem Wesen der katholischen Kirche untrennbar ihr Absolutheitsanspruch verbunden, demzufolge sie die alleinige Inhaberin der Wahrheit ist. Die Kirche maßt sich also nicht etwa an, die alleinige Inhaberin der Wahrheit zu sein, sondern diese Tatsache ergibt sich unmittelbar aus ihrem Wesen. Wer hier von Anmaßung spricht, zeigt nur, dass er nichts verstanden hat vom Wesen der Kirche Gottes.
Daraus resultiert nun für die Vertreter der Kirche die Pflicht, den Absolutheitsstandpunkt der katholischen Kirche der Welt zu verkünden. Wie es den Aposteln nicht freigestellt war, den Absolutheitsanspruch ihres Herrn zu verkünden, sondern sie von ihm dazu verpflichtet wurden, so ist es auch den Aposteln, den Nachfolgern der Apostel, nämlich welche deren Vollmacht durch die Priesterweihe erhalten haben, nicht freigestellt, diesen zu erheben oder ihn zu verschweigen oder ihn gar zu leugnen. Sie sind vielmehr nur dann wahre Hirten, wenn sie ihn klar und deutlich vor aller Welt zum Ausdruck bringen. Wir halten fest, zum Glauben an die eine heilige katholische und apostolische Kirche gehört wesentlich das Wissen, dass sie allein die Inhaberin der Wahrheit ist. Es wird sich noch zeigen, dass dieses Glaubenselement nicht eines unter anderen ist, sondern grundlegende Bedeutung hat für alle Glaubenswahrheiten. Bevor ich in der Sache fortfahre, gestatten Sie mir noch eine Zwischenbemerkung. Man steht gelegentlich vor der Alternative, ob man sich auf einen Disput über den konziliaren Kurs der Kirche einlassen soll oder nicht. Oft endet ja eine derartige Auseinandersetzung ergebnislos. Aus dem Gesagten kann man nun eine notwendige Bedingung ableiten, die erfüllt sein muss, damit ein solcher Disput überhaupt sinnvoll ist. Wenn man einem Menschen, der Interesse an dieser Problematik bekundet, im genannten Sinne das Wesen der Kirche vor Augen stellt, und wenn er, obwohl er es zu begreifen vorgibt, keine Ehrfurcht vor der Heiligen Kirche erkennen lässt, wenn er nicht erkennen lässt, dass er infolgedessen auf die Wahrung ihrer Ehre bedacht ist, vielmehr sich in der heute üblichen, lockeren, frivolen Rede über sie ergeht, dann erfüllt diese Person, solange sie diese Einstellung beibehält, eine notwendige Voraussetzung nicht, unter der ein solcher Disput sinnvoll erscheint. Doch nun weiter. Wir haben mit unseren Überlegungen zum Wesen der katholischen Kirche zugleich den Maßstab gewonnen, an dem wir nun das Zweite Vatikanische Konzil messen werden und fragen zu diesem Zweck. Hat dieses Konzil in Übereinstimmung mit der Tradition der Kirche bezeugt, dass es nur eine Kirche gibt? In der Erklärung über die Religionsfreiheit Dignitatis Humanae liest man, Zitat, diese einzige wahre Religion, so glauben wir, ist verwirklicht in der katholischen apostolischen Kirche, die von Jesus dem Herrn den Auftrag erhalten hat, sie unter allen Menschen zu verbreiten. Zitat Ende. Es scheint zunächst, als könnte man dieser Aussage zustimmen, aber sie ist, genau besehen, schillernd. Weil zwar gesagt wird, die einzig wahre Religion sei in der katholischen Kirche verwirklicht, aber nicht gesagt wird, sie sei nur in ihr verwirklicht und deshalb mit ihr identisch. Es wird nicht gesagt, die einzig wahre Religion ist die der katholischen Kirche, sondern nur, dass sie in ihr subsistiert, in ihr verwirklicht sei. Handelt es sich dabei um ein Versehen, um eine unglückliche Ausdrucksweise oder wurde die Identitätsaussage absichtlich vermieden? Für Absicht spricht bereits der Umstand, dass im Entwurf zu diesem Konzilsdokument noch die Identitätsaussage stand. Einer der führenden Konzilstheologen, nämlich Karl Rahner,
bestätigt in seinem durch Imprimatur anerkannten Buch Kleines Konzilskompendium ausdrücklich diese Absicht. Mit Bezug auf die dogmatische Konstitution Lumen Gentium, in welcher ebenfalls nur das ist verwirklicht, steht, stellt er nämlich klipp und klar fest, dass man absichtlich die Aussage vermieden hat, die Kirche Christi sei identisch mit der katholischen Kirche und stattdessen nur noch sagte, die Kirche Christi sei in ihr verwirklicht. Meine Damen und Herren, wir haben es hier mit einer fundamentalen Kehrtwende im Verständnis des Wesens der katholischen Kirche zu tun, welche letztlich die Verbindlichkeit des ganzen Glaubens in Frage stellt. Das will ich Ihnen nun zeigen und beginne mit der Feststellung, dass jene Formulierung durchaus mit der falschen Ansicht verträglich ist, die einzig wahre Religion sei auch in anderen Kirchen, von denen das Konzil spricht, verwirklicht, dort eben auf eine andere Art und Weise. Die nachkonziliare Ära zeigt dann, dass diese Aussage auf breiter Front auch so verstanden wurde und immer noch so verstanden wird. Ich verzichte an dieser Stelle auf die Konsequenzen einzugehen, die sich aus dieser Auffassung ergeben, und bemerke nur, dass man mit ihr die Tür zum Ökumenismus im Sinne des Konzils aufstieß und dass sie ein Dolchstoß in den Rücken der Mission ist. Fragen wir uns noch einmal, ob das Konzil denn wirklich von der Identität der Kirche Gottes mit der katholischen Kirche abrückt. Die oben zitierte Stelle sowie die harte Auseinandersetzung um diese Formulierung lassen kaum noch einen Zweifel zu. Aber sie reichen uns für eine ganz sichere Beurteilung noch nicht aus. Wir wollen mehr darüber wissen, wie das Konzil zu den anderen Religionsgemeinschaften steht. Zunächst einmal spricht es den außerkatholischen Glaubensgemeinschaften die Kirchlichkeit zu, indem es an zahlreichen Stellen von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften redet. Man vergleiche die dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium N15, das Dekret über den Ökumenismus Unitatis Red Integratio N19, die pastorale Konstitution über die Kirche Gaudium et Spes N40 und das Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche Ad Gentes N15. Wenn man vor dem Konzil im Plural von Kirchen sprach, dann meinte man damit etwas ganz anderes als Vatikanum II, nämlich die Ortskirchen, zum Beispiel die Kirche von Paris, die Kirche von Köln, die Kirche von Mainz und so weiter. Mit Ortskirche war der Bischof des betreffenden Ortes mit seinem Klerus und dem gläubigen Volk gemeint. Auf diesen Gegensatz wies der Generalobere der Priesterbruderschaft St. Pius X., Pater Franz Schmidberger, hin, als er vor 2 Jahren von dieser Stelle aus sehr erhellend über das Konzil sprach. Niemals erkannte man seitens der katholischen Kirche anderen Religionsgemeinschaften zu, eine Kirche zu sein. Und das aus gutem Grund, denn wir haben bereits gezeigt, dass es nur eine Kirche geben kann. Wir können also feststellen, dass das Konzil den katholischen Kirchenbegriff auflöst und fragen weiter, welchen Status gibt es den angeblichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften im Hinblick auf die Vermittlung des Heiles? Im Dekret über den Ökumenismus N3 heißt es dazu, Zitat,
Ebenso sind diese getrennten Kirchen und Gemeinschaften trotz allem, trotz der Mängel, die ihnen nach unserem Glauben anhaften, nicht ohne Bedeutung und Gewicht im Geheimnis des Heiles. Denn der Geist Christi hat sich gewürdigt, sie als Mittel des Heiles zu gebrauchen, deren Wirksamkeit sich von der katholischen Kirche anvertrauten Fülle der Gnade und Wahrheit herleitet. Zitat Ende. An dieser Stelle lässt das Konzil die Katze endgültig aus dem Sack. Konnte man bei dem oben zitierten Satz noch Zweifel haben, ob ein Bruch mit der traditionellen Lehre der Kirche vorliegt, so ist das bei dieser Aussage nicht mehr möglich. Aus dem qualitativen Unterschied zwischen der Kirche Christi und den anderen Religionsgemeinschaften, demzufolge die katholische Kirche die allein selig machende Kirche ist, extra ecclesiam nulla salus, macht das Konzil einen nur quantitativen Unterschied. Der katholischen Kirche bleibt danach nur der Vorzug, die Fülle der Wahrheit zu besitzen und die Quelle zu sein, aus der die anderen Denominationen ihre angeblich heilsvermittelnde Funktion herleiten. Mit dieser Passage aus dem Dekret über den Ökumenismus gibt das Zweite Vatikanische Konzil den Absolutheitsstandpunkt der katholischen Kirche in der Heilsfrage auf. Diese Preisgabe stellt einen Verrat an der Kirche dar, der erkennen lässt, dass dieses Konzil einen Bruch mit der gesamten Tradition der Kirche vollzog. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei zur Frage des Heiles Folgendes bemerkt. Es geht hier nicht darum, ob einzelne Personen, die anderen Religionsgemeinschaften angehören, das ewige Heil erlangen können. Es geht auch nicht darum, ob diese Personen vom Heiligen Geist geleitet und geführt sein könnten. Sokrates, Platon und Aristoteles sind zum Beispiel von den Kirchenvätern häufig als gottgeleitet bezeichnet worden. Das ist nicht strittig. Wenn Menschen außerhalb der sichtbaren Grenzen der katholischen Kirche zum ewigen Heil gelangen, diese Möglichkeit räumt die Kirche ja durchaus ein, dann kann das zwar in einer anderen Religion, niemals aber durch diese erfolgen, denn ihr kommt als Institution und Religionssystem keine Heilsmittlerschaft zu. Es geht bei dieser Problematik überhaupt nicht um Personen, welche nicht der katholischen Kirche angehören, sondern es geht um nicht-katholische Religionssysteme. Diesen erkennt jenes Dekret zu, der Geist Christi habe sich gewürdigt, sie als Mittel des Heiles zu gebrauchen, wodurch das oben zitierte Dogma des vierten Laterankonzils geleugnet wird, demzufolge die katholische Kirche der einzige Weg des Heiles ist. Meine Damen und Herren, der mit jenem Satz vollzogene Bruch mit der katholischen Lehre aller Zeiten ist ohne Zweifel von großer Bedeutung für die Beurteilung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Aber muss man denn bei seiner Beurteilung nicht auch diejenigen Aussagen zu diesem Thema berücksichtigen, die für sich gesehen positiv zu werten sind? Allerdings. Aber bevor ich das tue, will ich noch eine grundsätzliche Bemerkung zu der Form der argumentativen Auseinandersetzung mit dem Konzil einfügen. Man kann im Kreis derer, die dem Glauben treu bleiben wollen, zwei Gruppen unterscheiden.
Zur ersten Gruppe gehören diejenigen, die, trotz vielleicht gewisser Bedenken, das Konzil zu verteidigen versuchen und alle Übel der nachkonziliaren Ära zuschreiben, in welcher man angeblich von der Linie des Konzils abgewichen sei. Sie wissen meist insgeheim um zwielichtige bzw. antikatholische Passagen in den Konzilsdokumenten, verfahren aber nach dem Motto, das nicht ist, was nicht sein darf, und versuchen das Konzil auf Biegen und Brechen herauszupauken. Die Methode, wie ihnen das scheinbar gelingt, besteht in einem selektiven Vorgehen. Das heißt, sie halten sich nur an die katholisch klingenden Passagen und verschweigen die zwielichtigen bzw. antikatholischen Verlautbarungen. Aus Angst, bei Berücksichtigung derselben ihr positives Urteil über das Konzil nicht mehr aufrechterhalten zu können, ignorieren sie, was nicht in dieses Konzept passt. Zur zweiten Gruppe zählen diejenigen, die mit Recht von einem Bruch des Konzils mit der Tradition überzeugt sind und es für eine Katastrophe halten, die ohne Parallele in der gesamten Kirchengeschichte ist. Um andere davon zu überzeugen, picken sie sich die eindeutig antikatholischen Verlautbarungen dieser Synode heraus. Sie wissen wohl, dass viele Passagen der Konzilstexte einwandfrei sind. Aber sie lassen diese bei ihrer Beurteilung unter den Tisch fallen, weil sie fürchten, sonst zugeben zu müssen, dass das ganze Unternehmen doch nicht so verwerflich war, wie sie vorgeben. Die Mitglieder beider Gruppen verfahren also nach derselben Methode. Sie picken sich die Äußerungen heraus, die in ihr Konzept passen, und lassen die anderen unter den Tisch fallen. Der Gegner tischt sie ihnen dann genüsslich wieder auf. Kein Wunder, dass Dispute darüber oft mit Wutanfällen enden. Wir wollen uns weder der einen noch der anderen Zitatenauswahl anschließen. Mit einer wie auch immer gefärbten Darstellung kann man den Geist dieser Bischofsversammlung nicht angemessen erfassen. Um der Wahrheit willen muss man auch Äußerungen berücksichtigen, die einem vielleicht nicht passen. Ja, man sollte bestrebt sein, alles, was der Gegner vorbringen kann, selbst anzuführen. Und wenn es dann trotzdem gelingt, ihn in einem fiktiven Disput zu widerlegen, dann ist er argumentativ schon erledigt, bevor er empirisch überhaupt auftritt. Lassen wir also einen Verteidiger des Konzils zu Wort kommen, und zwar mit der wohl stärksten Aussage, die er in der Frage der Heilsnotwendigkeit der Kirche überhaupt vorbringen kann. Sie finden sie im Dekret Lumen Gentium N14, wo es heißt, Zitat, darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht ausharren wollten. Zitat Ende. Kein Zweifel, diese Aussage ist kernkatholisch. Sie könnte in jedem der dem Zweiten Vatikanum vorangegangenen Konzilien formuliert worden sein. Es wird in diesem Zitat festgestellt, dass nur die katholische Kirche heilsvermittelnd ist. Genau das besagt ja der Begriff ihrer Heilsnotwendigkeit. Und damit wird in ihm der katholische Absolutheitsanspruch hinsichtlich der Heilsmittlerschaft einwandfrei zum Ausdruck gebracht.
Wogegen aber in jenem Dekret über den Ökumenismus genau das Gegenteil behauptet wird. Diese beiden Aussagen stehen eindeutig im Widerspruch zueinander. Bedenkt man, dass es in der Frage der Heilsnotwendigkeit der Kirche um einen ganz entscheidenden Punkt geht, zu dem das Konzil widersprüchliche Aussagen macht, so kommt man nicht umhin, sich einmal eingehend mit der Problematik eines widersprüchlichen Denksystems zu befassen. Doch stellen wir das vorläufig zurück und versuchen wir zunächst, das Grundprinzip des Konzils zu fassen, unter der Voraussetzung, dass wir es bei der Heilsnotwendigkeit der Kirche tatsächlich mit der Kernproblematik zu tun haben, was sich noch deutlicher zeigen wird. Wir erkannten, dass das Konzil in diesem Punkt nicht mit einer Zunge sprach. Aber warum denn diese Doppelzüngigkeit? Weil man einerseits katholischen Geist bewahren wollte, sich andererseits aber auch antikatholischem Geist öffnen wollte. Man wollte nicht mehr bedingungslos dem einen Herrn dienen, sondern auch die Gunst der Welt gewinnen. Unter Welt verstehe ich hier alle Bestrebungen, welche die katholische Kirche in ihrem Anspruch, die alleinige Inhaberin der Wahrheit zu sein, ablehnen. Man wollte, wie Johannes der 23. programmatisch zu Beginn seines Pontifikates sagte, die Fenster zur Welt weit öffnen. Und die progressistische Partei der Konzilsväter versuchte ihren Standpunkt wiederholt mit dem Hinweis durchzusetzen, dass die Welt Beschlüsse in ihrem Sinne erwarte und man diese Erwartung der Welt nicht enttäuschen dürfe. Aber diesem Willen, sich mit der Welt zu versöhnen, stand ein Hindernis im Wege, das weggeräumt werden musste, um die Öffnung zur Welt verwirklichen zu können und ihren Beifall zu erhalten. Dieses Hindernis war eben der katholische Wahrheitsanspruch. Fast 2000 Jahre lang erinnerten sich die Vertreter der Kirche an das Wort unseres Herrn. Dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und sie hielten in Treue zu seinem Auftrag diesen Anspruch durch die Jahrhunderte aufrecht. Sie hielten ihr der Welt zur Ehre Gottes und zum Heil der Seelen entgegen. Und die Welt antwortete auf ihn mit Hass und Hohn. Aber die Vertreter der Kirche waren bereit, sich diesem Hass der Welt auszusetzen. Denn sie erinnerten sich auch der Prophezeiung unseres Herrn, dass der Hass der Welt sie treffen werde und er ihnen auferlegt hatte, diesen zu erdulden. Aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da gab es einen Bruch mit der gesamten Tradition der Heiligen Kirche. Auf einer Bischofsversammlung, die man das Zweite Vatikanische Konzil nennt, da schwenkten die Vertreter der Kirche um und erfüllten der Welt die Versöhnungsbedingung, welche sie der Kirche stellte, nämlich den Absolutheitsanspruch aufzugeben. Indem man zu diesem Punkt widersprüchliche Texte verfasste, verließ man den Boden der katholischen Lehre. Das geistige Klima, in dem man der Welt die genannte Versöhnungsbedingung erfüllte,
beschreibt der einflussreiche Konzilstheologe und Berater des niederländischen Episkopats Edward Schillebeeks in seinem Buch Besinnung auf das Zweite Vatikanum mit den Worten, Zitat: Zum ersten Mal erklärt die Kirche, dass sie der Welt nicht nur etwas zu schenken hat, sondern dass sie selbst auch vieles von der Welt empfängt. Zitat Ende. Natürlich empfängt die Kirche als solche nichts von der Welt. Wer etwas von der Welt empfangen hatte, das war ein Teil der Konzilsväter bzw. ihre theologischen Berater. Empfangen hatten diese Herren nämlich etwas von dem antikatholischen Geist der Welt, den sie dann in die Konzilstexte einbrachten. Man wollte also von Seiten der Bischöfe nicht mehr einhellig, bedingungslos dem einen Herrn dienen, sondern nur noch bedingt, indem man zugleich die Versöhnung mit der Welt anstrebte. Nun sagt aber Christus, wer nicht für mich ist, und das heißt, wer nicht bedingungslos für mich ist, der ist gegen mich. Insofern dieses Konzil nicht bedingungslos Christus dienen wollte, diente es dem Geist der Welt und insofern diente es eben einem anderen Herrn. Mit diesem Ergebnis können wir das revolutionäre Grundprinzip des Konzils formulieren. Es wollte Diener zweier Herren sein. Alle Verunsicherungen, alle Verwirrungen, alle Abweichungen von der Tradition, die von dieser Bischofsversammlung ausgingen, haben, wir werden dies noch genauer zeigen, in diesem antikatholischen Prinzip ihre Wurzel, weshalb wir es als das Grundprinzip jenes Konzils bezeichnen können, und zwar zunächst in praktischer Hinsicht, nämlich im Hinblick auf die Folgen. Anschließend werden wir dann nachweisen, dass es auch in logischer Hinsicht als das Grundprinzip des Konzils zu verstehen ist. Dieses Grundprinzip des Konzils, Diener zweier Herren sein zu wollen, braucht nicht mehr beurteilt bzw. verurteilt zu werden. Christus selbst hat das Urteil gefällt, das in großen Lettern über die Beschlüsse dieser Bischofsversammlung zu setzen ist. Niemand kann zwei Herren dienen. Man fragt sich natürlich, auf welche Weise die gegensätzlichen Positionen in die Konzilsdokumente Eingang finden konnten. Wenn man bedenkt, was Erzbischof Lefebvre in seinen Büchern »Ich klage das Konzil an« und offener Brief an die ratlosen Katholiken dazu anmerkt, dann kommt man nicht umhin, einem Teil der Konzilsväter bzw. ihren Beratern ein ganz übles Gebaren zu bescheinigen. Die Art und Weise, wie diese Gruppe ihre Ziele verfolgte, angefangen bei einem gezielten Einsatz der Medien über massiven psychologischen Druck auf andersdenkende Bischöfe, bis hin zu persönlicher Verunglimpfung. Das hatte mit einem fairen Umgang miteinander nichts mehr zu tun, ganz zu schweigen von christlicher Nächstenliebe. Diejenigen, die eine andere Kirche wollten, hatten ganz besonders den Wahrheitsanspruch der katholischen Kirche im Visier, setzten alles daran, ihn zu Fall zu bringen und hatten damit Erfolg. Die mit der Tradition in Übereinstimmung befindliche Gegenpartei konnte nur noch in gewissen Passagen der Konzilsdokumente ihren rechtgläubigen Standpunkt zum Ausdruck bringen. Aus dem Gesagten erklärt sich nun das schwankende Charakterbild dieser Bischofsversammlung im Urteil der Gläubigen, seine Ambivalenz im Inhaltlichen.
Der direkte Widerspruch an entscheidender Stelle mussten ja ein schwankendes Charakterbild hervorrufen und zu einer allgemeinen Verwirrung führen. Wer das begriffen hat, dem fällt es wie Schuppen von den Augen und er versteht nun das Schillernde der Texte, die Passagen, die kernkatholisch klingen, die Passagen, die antikatholischem Geist entspringen, sowie die doppeldeutigen Passagen, die zum Teil absichtlich ihrer Doppeldeutigkeit wegen in die Dokumente eingefügt wurden. Von dieser skandalösen Tatsache berichtet unter anderem Ralf Wildgen in seinem Buch »Der Rhein fließt in den Tiber«, das wegen seiner objektiven, detaillierten Berichterstattung von vielen Seiten gelobt wurde. Als das von liberalem Geist geprägte Schema über die Kollegialität zur Debatte stand, hatte eine Gruppe von konservativen Konzilsvätern und Generaloberen mehrfach versucht, Paul VI. Unter Hinweis auf die Zweideutigkeiten zum Eingreifen zu bewegen. Doch er griff aufgrund dieser Interventionen nicht ein, da er großes Vertrauen in die theologische Kommission hatte. Wildgen berichtet, Zitat, »Nun machte einer von den extremen Liberalen den Fehler, schriftlich auf einige von diesen zweideutigen Passagen Bezug zu nehmen und anzugeben, wie sie nach dem Konzil interpretiert werden würden.« Dieser Text fiel der oben erwähnten Gruppe von Kardinälen und Generaloberen in die Hände, deren Vertreter ihn dem Papst brachten. Papst Paul erkannte endlich, dass er getäuscht worden war, brach zusammen und weinte. Zitat Ende. Um einem falschen Eindruck vorzubeugen, sei bemerkt, dass Paul VI. Den Liberalen auf dem Konzil keineswegs widerstand. Im Gegenteil, er ermutigte sie und stimmte in vieler Hinsicht mit ihnen überein. Im Falle des Schemas über die Kollegialität bestand er dann allerdings auf einigen Textänderungen und verfasste eine erläuternde Vorbemerkung. Man darf nicht vergessen, dass es dabei ja um seine eigene Stellung als Oberhaupt der Kirche ging. Meine Damen und Herren, weil ein guter Baum nur gute Früchte, ein schlechter Baum aber nur schlechte Früchte bringen kann, brauchte man damals nur die Konzilsdokumente zu studieren, um zu wissen, dass das Konzil schlechte Früchte hervorbringen wird. Nur wer nicht erkannte, dass die Preisgabe des katholischen Wahrheitsstandpunktes das Dynamit ist, mit dem man den ganzen Glauben sprengen kann, der wurde von der nachkonziliaren Entwicklung überrascht und, wenn er glaubenstreu bleiben wollte, durch sie in Schrecken versetzt, was Paul VI. Mit den Worten andeutete, Zitat, »Die Kirche befindet sich in einer Stunde der Unruhe, der Selbstkritik, man könnte sagen, der Selbstzerstörung. Es ist wie eine heftige und vielschichtige innere Verstörtheit, die niemand nach dem Konzil erwartet hätte. Man erwartete ein Aufblühen, eine ruhige Entfaltung der Entwürfe, die in den großen Sitzungen des Konzils herangereift waren. Aber wir sind heute so weit, dass wir besonders deren schmerzliche Seite wahrnehmen. Es ist, als ob die Kirche sich selbst schlüge. Zitat Ende. In der Tat, die Kirche schlug sich selbst, und zwar in erster Linie dadurch, dass ihre Vertreter den Wahrheitsstandpunkt der Kirche auf dem Konzil aufgaben. Sie machten dadurch ihre Heilsnotwendigkeit und allgemeine Heilsmittlerschaft zu einer Heilsmöglichkeit.
Darin besteht der Sündenfall dieses Konzils. Und wäre ihm ansonsten nichts anzulasten, so hätte es sich allein durch diesen Verrat an der Kirche Gottes aus der Reihe der rechtgläubigen Konzilien selbst herauskatapultiert. Nein, dieses Konzil war kein neues Pfingsten, das war ein Anti-Pfingsten. Was dort zu vernehmen war, das war nicht das Wehen des Heiligen Geistes. Dort wütete der Sturm der Selbstzerstörung. Und die Trümmer, die er hinterließ, sind heute für jedermann sichtbar. Auf dieser Bischofsversammlung errang Satan einen glänzenden Sieg. Als dann die Folgen seiner Inspiration immer deutlicher sichtbar wurden, stellte Paul der VI. Zwar erschüttert die Katastrophe fest und beklagte sie tatenlos, aber er erkannte nicht deren Ursache. Sie blieb ihm offenbar zeitlebens verborgen. So äußerte er am 29.06.72, Zitat, durch irgendeine Spalte ist der Rauch Satans in den Tempel Gottes eingedrungen. Zweifel, Unsicherheit, Problematik, Unruhe, Unbefriedigtheit und Konfrontation sind zutage getreten. Zitat Ende. Wenn Paul der VI. Feststellt, durch irgendeine Spalte sei der Rauch Satans in den Tempel Gottes eingedrungen, dann scheint er sich eben nicht im Klaren darüber gewesen zu sein, um welche Spalte es sich dabei handelt und wer sie erzeugte. Zwar war er insofern auf der richtigen Spur, als er keinen äußeren Feind der Kirche als Verursacher annahm, sondern einen inneren Feind, sprach er doch von der Selbstzerstörung und davon, dass die Kirche sich selbst schlüge. Aber er erkannte den Täter nicht im Zweiten Vatikanischen Konzil, das er ja besonders schätzte. Indem es den katholischen Wahrheitsstandpunkt verließ, erzeugte es selbst diese Spalte und produzierte gleichsam selbst den Rauch Satan, der in den Tempel Gottes eindrang. Meine Damen und Herren, wir wollen jetzt überlegen, ob das Konzilsprinzip, Diener zweier Herren sein zu wollen, auch logisch gesehen, wirklich das Grundprinzip von Vatikanum II ist. In der Tat ist es dies, denn jedes andere Prinzip, das sich das Konzil zu eigen machte, ist entweder mit der katholischen Lehre verträglich oder es widerstreitet ihr. Jedes andere seiner Prinzipien steht also im Dienste genau eines der beiden Herren, denen das Konzil anhängen wollte. Insofern ist das Prinzip, Diener zweier Herren sein zu wollen, tatsächlich das einzige Prinzip, das die Totalität der Konzilsverlautbarungen abdeckt, weshalb wir es mit Recht als das Grundprinzip dieser Bischofsversammlung auch in logischer Hinsicht bezeichnen. In den vergangenen Jahrzehnten ist oft und kontrovers die Frage der Gültigkeit dieses Konzils diskutiert worden. Die Antwort darauf hängt natürlich davon ab, wie man diese Frage versteht. Leider ist aber selten klar gesagt worden, welchen Sinn man mit dieser Frage verbindet. Im Gegensatz dazu hat sich Pfarrer Milch klar und differenziert zu diesem Punkt geäußert. In seinem Spes Unica-Brief vom 7.2.85 trifft er die folgende Fallunterscheidung. Zitat:
Wenn ich unter Konzil verstehe die zur gemeinsamen Ausübung ihres Lehr- und Hirtenamtes in Einheit mit dem Papst auf rechtmäßige Einberufung hin versammelten Bischöfe des Erdkreises, so war das Zweite Vatikanum ein gültiges Konzil. Aber wenn ich damit meine, die lehr- und hirtenamtliche Funktion der rechtmäßig zusammengekommenen Versammlung, zustande gekommenen Versammlung, die Ausübung ihres Lehr- und Hirtenamtes, also das, was gemeinhin unter Konzil verstanden wird, wenn man sich darauf beruft, so muss man sagen, das Zweite Vatikanum war ein vom Subjekt seiner päpstlich-bischöflichen Trägerschaft her gültiges Konzil, in seiner tatsächlichen Funktion dagegen ein nicht zustande gekommenes, in seiner Trägerschaft und Fähigkeit gültig, in seiner Verwirklichung ungültig, das heißt ein nicht verwirklichtes Konzil. Und ergänzend setzt er hinzu, das Zerstörungswerk unter der antichristlichen Maxime, sich der Zeit und Welt anzupassen, kann mit dem besten Willen nicht Konzil genannt werden. Zitat Ende. Diesen Ausführungen von Pfarrer Milch können wir eine notwendige Bedingung für die Verwirklichung eines Konzils entnehmen. Die Schlussweise lautet, wenn es zur Verwirklichung eines Konzils kommen soll, dann müssen sich die Beschlüsse der betreffenden allgemeinen Bischofsversammlung an katholischen Prinzipien orientieren. Nach dem Kontrapositionsgesetz der Logik ist damit äquivalent, wenn sich die Beschlüsse einer Versammlung der Bischöfe des Erdkreises nicht an katholischen Prinzipien orientieren, dann kann es zu keiner Verwirklichung eines Konzils kommen. Wenden wir nun dieses notwendige Kriterium für die Verwirklichung eines Konzils auf unser Ergebnis an, dann gelangen wir zu derselben Feststellung wie Pfarrer Milch und sagen, weil das Grundprinzip von Vatikanum II, Diener zweier Herren sein zu wollen, antikatholisch ist, kam es bei dieser Versammlung der Bischöfe des Erdkreises von der Sache her gesehen nicht zur Verwirklichung eines Konzils. Damit erledigt sich auch die Frage, ob man das Konzil, wenn schon nicht als Ganzes, so doch in Teilen anerkennen könne. Denn das Prinzip, Diener zweier Herren, nämlich Gott und der Welt sein zu wollen, ist ja nicht etwa ein halbkatholisches Prinzip, weil einerseits der Wille besteht, dem Dreifaltigen zu dienen. Nein, es ist ein antikatholisches Prinzip, das der Herr deshalb auch ohne jede Einschränkung verurteilt. Es ist also sinnlos, von Teilen eines Prinzips zu sprechen, und deshalb kann es in sachlicher Hinsicht, immer vorausgesetzt, man versteht die Anerkennungsfrage in unserem Sinne, keine Teilanerkennung des Konzils geben, unbeschadet dessen, dass der katholische Christ einer großen Anzahl seiner Aussagen zustimmt. Aber, so werden Sie vielleicht fragen, kann man sich denn nicht auf den Standpunkt stellen, ich stimme mit dem Konzil überein in allem, was sich mit der katholischen Lehre deckt, und lehne es insofern ab, als es ihr widerspricht? Mancher wird hier gar kein Problem sehen und die Frage sofort bejahen. Aber da liegt ein ganz gewaltiges Problem vor, und zwar eines, das erstens nicht ganz leicht zu lösen ist und zweitens, dessen Lösung auch noch ziemlich schwer zu vermitteln ist. In der Widerstandsbewegung gegen die Glaubenszerstörung wird dieses Problem weithin noch gar nicht gesehen, geschweige denn gelöst, beziehungsweise auf seine Lösung gedrungen. Und dieser Mangel schwächt enorm die Argumentationskraft der Bewegung, die sich der Glaubenszerstörung widersetzt. Unsere allgemeinen Überlegungen haben schon gezeigt, dass es nicht korrekt ist zu sagen, ich erkenne das Konzil insofern an,
als es sich in Übereinstimmung mit der Tradition befindet und lehne es insofern ab, als es ihr widerspricht. Aber wegen der Wichtigkeit dieses Problems und der weitreichenden Folgen, die sich aus seiner Lösung ergeben, will ich es noch von einer anderen Seite her angehen. Dazu müssen wir eine grundsätzliche philosophische Überlegung anstellen, bei der ich Sie um scharfes Mitdenken bitte. Unser Gedankengang scheint vielleicht zunächst nur in theoretischer Hinsicht von Belang zu sein und von unserem Thema wegzuführen. Tatsächlich hat er aber gewaltige praktische Auswirkungen. Er ist nicht nur von Bedeutung für die Beurteilung des Konzils, sondern er ist darüber hinaus relevant für unsere Einstellung zu allen Verlautbarungen des modernen Roms. Wir sahen, dass Vatikanum II sich widersprüchlich zum katholischen Absolutheitsanspruch äußert. Es ist demnach zu klären, wie man sich zu einem widersprüchlichen Aussagensystem zu stellen hat. Jedermann gibt zu, dass ein Widerspruch nicht gedacht werden kann. Aber wer fragt sich schon, warum ein Widerspruch nicht gedacht werden kann? Betrachten wir zur Klärung dieser Frage den Widerspruch in der Form, dass einem Gegenstand, sei es ein sinnlich wahrnehmbarer oder ein abstrakter Gegenstand, eine Eigenschaft einerseits zugesprochen, andererseits aber abgesprochen wird. Für sich betrachtet sind die betreffenden Aussagen A bzw. nicht A, ihre Sinnhaftigkeit vorausgesetzt, wahr oder falsch. Von einem Widerspruch zu reden ist sinnlos, wenn man sie nur als nebeneinander stehende einzelne Aussagen ansieht. Das Urteil, die beiden Aussagen widersprechen sich, erhält erst dann einen Sinn, wenn man den sie Denkenden, also diejenige Instanz, welche beide Aussagen setzt und sie aufeinander bezieht, in die Überlegungen einbezieht. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dass wir hier keinem Subjektivismus das Wort reden. Es geht keineswegs um die Berücksichtigung eines individuell Subjektiven, sondern es geht schlechthin um die Instanz, die denkt. Der Denkende setzt diese Aussagen. Er erkennt auch, dass er sie setzt, und dadurch erst schafft er die Voraussetzung für ihren Vergleich. Nur von der Vergleichsinstanz, dem denkenden Subjekt aus, kann man jene Unmöglichkeit einsehen, einen Widerspruch zu denken. Und man sieht sie ein, wenn man den Versuch unternimmt, eine Aussage A und zugleich der Aussage nicht A Gültigkeit zuzuerkennen. Der Versuch scheitert daran, dass man zwar Wahrheit für beide Aussagen beanspruchen kann, dass dieser Anspruch aber nicht für beide Aussagen eine Rechtfertigung erfährt. Übrigens kommt die Rechtfertigung für die Wahrheitsbeanspruchung bei einer Aussage, wenn sie erfolgt, nicht durch das denkende Subjekt zustande. Die Rechtfertigung kommt vielmehr einzig und allein aus der Wahrheit selbst, worauf wir aber hier nicht näher eingehen können. Und nun ganz wichtig. Die Gültigkeitszuerkennung für die Aussage A hebt die Gültigkeitszuerkennung für die Aussage nicht A auf und umgekehrt. Es kollidieren also gar nicht die Inhalte der betreffenden Aussagen. Deshalb ist auch die Formulierung, die Aussagen widersprechen sich, irreführend. Denn sie suggeriert, dass der Widerspruch etwas sei, was den Aussagen selbst anhaftet. Nein, es kollidieren die Gültigkeitszuerkennungen für diese Aussagen. Ohne Gültigkeitszuerkennung kommt aber eine Aussage gar nicht zustande. Jede Aussage ist vielmehr notwendig mit einer Gültigkeitszuerkennung verbunden, wenn auch sprachliche Kurzformen diese Tatsachen nicht immer anzeigen. Ein Beispiel. Da steht ein Baum. Ist eine sprachliche Kurzform für
Es ist wahr, dass dort ein Baum steht. Ohne die Inanspruchnahme von Wahrheit in Form der Gültigkeitszuerkennung kann die Aussage gar nicht zustande kommen. Für unseren Zusammenhang ist nun, wie gesagt, Folgendes entscheidend wichtig. Wenn man der Aussage A Gültigkeit zuspricht, dann spricht man dadurch der Aussage nicht A die Gültigkeit ab. Und wenn man der Aussage nicht A Gültigkeit zuspricht, dann spricht man dadurch der Aussage A die Gültigkeit ab. Im Falle eines Widerspruches wird also von den beiden Aussagen A und nicht A gerade das weggenommen, was sie zu Aussagen macht, nämlich die Gültigkeitszuerkennung. Und deshalb ist ein Widerspruch tatsächlich undenkbar. Streng genommen verschwinden dann die Aussagen beide. Sie werden vernichtet durch die wechselseitige Aberkennung der Gültigkeit. Dies wird den meisten Menschen nicht bewusst, weil das Äußere der Aussagen erhalten bleibt. Denn die Gültigkeitszuerkennung ist ein rein innerer Akt. Wenn sie in schriftlicher Form verfasst sind, dann bleibt die Buchstabenfolge bestehen. Wenn sie gesprochen werden, dann wird für beide ein Schallgebilde erzeugt, das man auf Tonträger aufnehmen kann. Obwohl durch den Widerspruch der Inhalt der Aussagen vernichtet ist, bleibt trotzdem als inhaltslose Hülse die äußere Form bestehen. Der äußere Schein darf aber nicht zu der Annahme verleiten, die Aussagen selbst hätten dann noch Bestand. Wenden wir sogleich dieses Ergebnis auf unsere Problematik der alleinigen Heilsmittlerschaft der katholischen Kirche an. Das Konzil hält einerseits an ihr fest, andererseits gibt es sie preis. Man kann also seine Position durch die folgenden beiden Aussagen zum Ausdruck bringen. Ja, die katholische Kirche ist heilsnotwendig. Nein, die katholische Kirche ist nicht heilsnotwendig. Stimmt ein katholischer Christ der ersten Aussage zu? Ja. Stimmt ein katholischer Christ mit dem Konzil hinsichtlich der ersten richtigen Aussage überein? Nein. Denn das Konzil spricht ihr zwar einerseits Geltung zu, andererseits widerruft es aber diese Geltungszuerkennung, indem es der gegenteiligen Aussage Geltung zuspricht. Dadurch vernichtet es die zunächst gegebene Gültigkeitszuerkennung für den ersten Satz und damit diesen selbst. Wo aber, inhaltlich gesehen, nichts mehr vorhanden ist, da kann man auch nicht von Übereinstimmung sprechen. Der katholische Christ stimmt also keineswegs hinsichtlich des richtigen ersten Satzes mit dem Konzil überein, denn er spricht ihm ja uneingeschränkte Gültigkeit zu. Soweit der philosophische Gedankengang. Vielleicht können Ihnen diese Ausführungen zeigen, dass die Problematik von Vatikanum II wesentlich eine philosophische Problematik ist. Ja, mir scheint, sie ist sogar in erster Linie eine philosophische Problematik und erst dann eine theologische. Meine Damen und Herren, Wahrheit und Irrtum stehen im Falle widersprüchlicher Aussagen direkt gegeneinander. Im Falle der Konzilstexte trifft man aber nicht nur in dieser Form auf die Konfrontation von Wahrheit und Irrtum. Vielmehr gibt es sowohl richtige Aussagen als auch Irrtümer, die unwidersprochen bleiben. Was die Irrtümer betrifft, so genügt uns das Urteil von Kardinal Ratzinger über das Konzilsdekret Gaudium et Spes anzuführen. Der Kardinal nannte dieses Dekret einen Antisyllabus, vergleiche Josef Ratzinger, theologische Prinzipienlehre. Der Syllabus ist eine Sammlung von Sätzen, die Pius IX. Verurteilte. Der letzte dieser verurteilten Sätze lautet,
Der römische Papst kann und muss sich mit der neuen humanistischen Bildung, mit dem Liberalismus und dem Fortschritt versöhnen. Wenn Kardinal Ratzinger dieses Dekret einen Antisyllabus nennt, dann gibt er doch zu, dass sich das Konzil Ansichten zu eigen gemacht hat, die der Syllabus ausdrücklich verurteilt. Deutlicher konnte der Präfekt der Glaubenskongregation das Verhältnis jenes Dekretes zur traditionellen Lehre der Kirche wohl kaum kennzeichnen. Übrigens beurteilt Eduard Schillebeeks jenes Dekret in gleicher Weise. Er sagt in seinem Buch Besinnung auf das Zweite Vatikanum, Zitat, diese pastorale Konstitution muss ihrem ganzen Umfang nach als das Ende jenes Geistes betrachtet werden, den der Syllabus von Pius IX. Beseelt hat. Zitat Ende. Wir finden also in den Konzilstexten wahre und falsche Aussagen, die sich zum Teil widersprechen. Also genau das, was dem von uns herausgearbeiteten Grundprinzip entspricht, nämlich Diener zweier Herren sein zu wollen. Für die Beurteilung spielt es dabei keine Rolle, dass die antikatholischen Verlautbarungen in diesen Texten deutlich in der Minderzahl sind, denn es ist völlig unangemessen, dort, wo es um die begriffliche Klärung geht, mit einem quantitativen Gesichtspunkt zu operieren. Ein mehr oder weniger macht für den philosophischen Begriff überhaupt keinen Unterschied. Quantitative Erwägungen dieser Art sind aber in diesem Zusammenhang nicht nur in theoretischer Hinsicht fehl am Platz, sondern auch im Hinblick auf die Folgen. Denn es waren gerade die Aussagen, die einen eklatanten Bruch mit der traditionellen Lehre der Kirche darstellen, die von den konsequenten Progressisten aufgegriffen und in die Tat umgesetzt wurden. Manche dieser konsequenten Progressisten sprechen heute ganz offen von einem solchen Bruch und sie sehen in diesem Bruch des Konzils mit der Tradition der Kirche ein großes Verdienst von Vatikanum II und rühmen es dieser Tat. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, noch einmal zurückkommen auf das Problem der Teilübereinstimmung mit dem Konzil, und zwar bezüglich derjenigen für sich gesehen korrekten Aussagen, die in den Texten unwidersprochen bleiben. Eine solche Aussage soll doch gelten, weil die Wahrheit absolut, also ohne jede Einschränkung gelten soll. Der Geltungsanspruch der Wahrheit in diesem konkreten Fall ist also verankert im allgemeinen Geltungsanspruch der Wahrheit. Dem allgemeinen Geltungsanspruch der Wahrheit widerstreitet aber das Grundprinzip des Konzils und insofern widerstreitet es auch dem Geltungsanspruch jeder konkreten Aussage, weshalb der katholische Christ auch nicht von einer Übereinstimmung mit dem Konzil hinsichtlich der in sich richtigen Aussagen sprechen sollte, die in den Texten unwidersprochen bleiben. Vielleicht kann der folgende Vergleich diesen wichtigen Punkt noch verdeutlichen. Man stelle sich vor, ein guter Baum sei in gutem Erdreich herangewachsen. Nun kommt jemand und pflanzt den Baum um in Erdreich, das durch Gifte derart belastet ist, dass der Baum darin zugrunde gehen wird. Kann eine Person, die von dem Wert des Baumes überzeugt ist, dem neuen Standort des Baumes zustimmen? Keineswegs, weil sie ja sonst zu dessen Vernichtung ihre Zustimmung gäbe. Derjenige, der ihn in das vergiftete Erdreich einpflanzte und um die Bodenbeschaffenheit wusste, dem war an der Erhaltung des Baumes nicht gelegen. Die Einstellung beider Personen zum Wert dieses Baumes ist ganz konträr. Derjenige, der ihn erhalten will,
wird verlangen, dass der Baum unverzüglich ausgegraben und in gutes Erdreich zurückverpflanzt wird. Also gerade um der richtigen Aussagen willen, die Sie in den Konzilstexten finden, verbietet es sich bezüglich derselben von einer Übereinstimmung mit dem Konzil zu sprechen. Denn diese für sich betrachtet guten Aussagen sind durch ihre Einbindung in den Irrtum entwertet. Und diese Entwertung darf man nicht akzeptieren. Übereinstimmung mit dem Konzil bezüglich derselben hieße ja, seine Zustimmung zu der Entwertung zu geben, die sie durch die Kopplung mit dem antikatholischen Aussagen zwangsläufig erfahren. Man darf also nicht die einzelnen Aussagen isolieren, sie auf ihre Verträglichkeit mit der katholischen Lehre abklopfen und nach der Methode des Linsensortierens verfahren. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Gröbchen. Die rechtgläubig klingenden Passagen dürfen eben nicht einfach als positiver in die Waagschale bei der Beurteilung von Vatikanum II geworfen werden, sondern man muss sie im Zusammenhang mit dem Ganzen beurteilen. Und dann erkennt man, dass sie gar nicht die positiva sind, die sie im Kontext katholischen Denkens wären. Darüber hinaus stehen sie auch noch im Dienste eines bösen Verwirrspiels. Denn wären die Dekrete durchgängig vom Irrtum beherrscht, dann hätte jeder Katholik leicht den Ungeist erkennen können und das Konzil hätte infolgedessen niemals diese verheerende Wirkung gehabt. So aber ist Wahrheitsträchtiges, wie Pfarrer Milch sagte, weil er um jene Entwertung wusste, und Antikatholisches in den Texten gemischt. Und diese Mischung erst gibt ihnen einen buchstäblich teuflischen Charakter. Denn abgesehen von der Verunehrung der Wahrheit durch ihre Kopplung mit dem Irrtum, stiftet dieses Nebeneinander bei den Gläubigen eine furchtbare Verwirrung, was ganz im Sinne Satans ist, denn Diabolos heißt der Durcheinanderbringer. Wer das bedenkt, dem wird klar, dass er nichts an Argumentationskraft einbüßt, wenn er die für sich gesehen positiven Aussagen der Konzilstexte in einem Disput mit einem Verteidiger des Konzils anführt. Im Gegenteil, seine Position wird dadurch noch gestärkt, denn gerade die Koexistenz von Wahrheit und Irrtum stellt, wie ich schon sagte, eine schwerwiegende Verunehrung der Wahrheit dar, und gibt dem Ganzen erst einen diabolischen Charakter. Dies in der Widerstandsbewegung gegen die Glaubenszerstörung zur Geltung gebracht zu haben, ist ein gewaltiges Verdienst von Pfarrer Hans Milch. Er begriff, dass die Preisgabe des katholischen Absolutheitsanspruchs nicht nur ein singulärer Frevel war, sondern dass sie jede Glaubenswahrheit in Frage stellt, weshalb er von dem universellen Minuszeichen sprach, das vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil steht. In der Tat stellt diese Preisgabe letztlich jede Glaubenswahrheit in Frage. Und das will ich Ihnen abschließend noch nachweisen. Man muss sich, um diese Einsicht zu gewinnen, nur klar machen, dass die Wahrheit eine unteilbare Einheit ist. Auch dies konnten Sie oft aus dem Munde von Pfarrer Milch hören. Die Wahrheit setzt sich keineswegs aus Teilen zusammen. Gäbe es nämlich Teilwahrheiten, dann gäbe es in Gott, der ja die Wahrheit ist, Grenzen.
Die einzelnen Teile der Wahrheit würden sich dann in ihm gegenseitig begrenzen. Aber Gott ist der schlechthin Unbegrenzte. In Gott gibt es keine Grenze. Also ist die Ansicht, die Wahrheit setze sich aus Teilen zusammen, grundfalsch. Vielmehr ist die Wahrheit eine unteilbare Einheit, eine Ganzheit, eine Totalität. Deshalb kann sie auch nur als Ganzes vom Willen des Menschen angenommen werden. Wenn sie von ihm nicht als Ganzes angenommen wird, dann wird sie eben als das Ganze, was sie ist, von ihm verworfen. Lehnt er sie auch nur in einer einzigen Hinsicht ab, dann lehnt er sie ganz ab, weil diese Hinsicht mit allen anderen Hinsichten in einer Totalität verbunden zu denken ist. Von hier aus kann man verstehen, warum ein Papst, wenn er ein Dogma verkündet, sinngemäß erklärt: Wer nicht an dieses Dogma glaubt, der soll wissen, dass er vom ganzen Glauben abgefallen ist. Im gleichen Sinne sagt Leo der 13. in seiner Enzyklika Satis Cognitum, Zitat: Wer die geoffenbarten Wahrheiten auch nur in einem einzigen Punkt leugnet, streift in Wirklichkeit den Glauben ganz ab. Zitat Ende. Was drückt also der einzelnen Glaubenswahrheit das Siegel der Wahrheit auf? Die Tatsache, dass sie ein Aspekt der einen einzigen unteilbaren Wahrheit ist. Der Anspruch der katholischen Kirche, die allein wahre und infolgedessen auch die allein selig machende Kirche zu sein, steht nicht neben den einzelnen Glaubenswahrheiten. Er kommt nicht zu diesen auch noch hinzu, so dass man gegebenenfalls auf ihn verzichten könnte. Nein, dieser in seiner Rechtmäßigkeit von Christus besiegelte Anspruch ist der Grund dafür, dass jeder einzelne Glaubenssatz tatsächlich wahr ist. Er steht hinter jeder Glaubenswahrheit und gibt ihr überhaupt erst die Verbindlichkeit. Jede einzelne Glaubenswahrheit kann doch nur dann verbindlich sein, wenn der Glaube als Ganzes verbindlich ist. Und diese Verbindlichkeit hebt das Konzil auf, indem es anderen Religionssystemen zuerkennt, heilsvermittelnd zu sein, wie sie gleich sehen werden. Nehmen wir einmal mit dem Konzil an, der Geist Christi würde die anderen Religionssysteme als Mittel des Heiles gebrauchen. Nehmen wir das einmal an. Das hieße doch, dass die Wahrheit mit dem Irrtum ein Bündnis geschlossen hätte, was undenkbar ist, weil sich die Wahrheit dadurch in Widerspruch zu sich selbst setzen würde. Die Wahrheit macht mit dem Irrtum keine gemeinsame Sache. Sie ist vom Irrtum nicht nur teilweise, sondern total geschieden. Zutreffend bemerkt deshalb auch Erzbischof Lefebvre in seinem Buch »Ich klage das Konzil an«, Zitat: »Eine Gemeinschaft kann, insoweit sie eine von der katholischen Kirche getrennte Gemeinschaft ist, nicht den Beistand des Heiligen Geistes genießen, da ihre Trennung ein Widerstand gegen den Heiligen Geist ist. Diese kann nur direkt auf die Seelen wirken oder Mittel gebrauchen, die von sich aus kein Zeichen der Trennung aufweisen.« Zitat Ende. Eine Verbindung des Heiligen Geistes mit einem anderen Religionssystem wäre also nur unter der Voraussetzung denkbar, dass dieses vollkommen in der Wahrheit ist. Da jedes andere Religionssystem Widersprüche zur katholischen Lehre enthält, würde eine Verbindung des Heiligen Geistes mit ihm bedeuten, dass die katholische Kirche nicht in der Wahrheit ist. Dann wären alle ihre Glaubenssätze in ihrer Verbindlichkeit aufgehoben.
Also ist die Preisgabe des katholischen Wahrheitsstandpunktes tatsächlich das Dynamit, das den ganzen Glauben sprengt. Wollte man das Verhältnis der einzelnen Glaubenswahrheiten zu dem vom Herrn begründeten Wahrheitsstandpunkt seiner Kirche in einem Bilde vergleichen, so könnte man es mit einem Band vergleichen, auf dem die einzelnen Glaubenswahrheiten als Perlen aufgereiht und zu einer Kette verbunden sind. Wer dieses Band durchschneidet, der zerstört die ganze Kette. Jede Perle verliert dann ihren Halt und stürzt zu Boden. So verliert auch jede Glaubenswahrheit ihren Halt und stürzt zu Boden, nämlich in die Nacht des Zweifels, wenn man ihr das Wesentliche, nämlich Ausdruck der einen einzigen Wahrheit zu sein, raubt. Wenn der Absolutheitsanspruch fällt, dann fällt der ganze Glaube und mit ihm jede einzelne Glaubenswahrheit. Der Standpunkt der katholischen Kirche, allein im Besitze der Wahrheit zu sein, kurz der katholische Wahrheitsstandpunkt, ist also die tragende Säule des Glaubens. Vatikanum II verließ diesen katholischen Wahrheitsstandpunkt und machte sich das antikatholische Prinzip zu eigen, Diener zweier Herren sein zu wollen. Indem Christus diese Willenseinstellung verurteilt, spricht er zugleich ein vernichtendes Urteil über diese unzählige Bischofsversammlung. Ich danke Ihnen.